Herzlich willkommen zurück, liebe Leute, zu Stronghold Crusader 2. Und wir sind hier immer noch in den Scharmützelzügen, Atem des Ungläubigen. Und wir haben hier die Grube der Verzweiflung als nächste Mission, wo wir gegen zwei Ratten und einmal Kalif kämpfen müssen. Die Computer haben 3000 Gold Vorteil, ich 1000 Gold. Ich habe am Ende der letzten Folge gesagt, ich will es mit europäischen Einheiten probieren, aber jetzt dachte ich mir, komm, letzte Mission dieses Scharmützelzugs, Atem des Ungläubigen, also versuche ich das jetzt auch nochmal als Ungläubiger zu spielen. Und ich würde sagen, ich probiere das jetzt einfach mal als, normale Einheit. So, ich pausiere erstmal ganz kurz, um mir einen Überblick mal zu verschaffen. Wir haben hier Eisen, wir haben hier Holz und viel Nahrungsmöglichkeiten, wir haben hier Steine. Lass mich mal raten, ich wette mit euch, hier kann ich nicht einfach mal zubauen, oder? Habe ich recht oder habe ich recht? Ich guck mal ganz kurz. Platziert euren Kornspeicher. Ja, das Kornspeicher platzieren, okay. Kann ich jetzt? Danke. Ja, okay, das habe ich mir schon fast gedacht. Ich kann maximal nur so machen. Naja, gut, okay. Würde ich wahrscheinlich sogar machen, ganz ehrlich. Gegen drei Gegner würde ich mir das mal rausnehmen, diese Frechheit, das mal so zu bauen. Ja, die beiden Ratten. Der hat irgendwie einen größeren Bergfried als der hier, interessanterweise. Und das ist der Kalif. Beim Kalifen bin ich immer echt gespannt, weil den habe ich noch gar nicht gesehen. Da bin ich wirklich gespannt, wie der spielen wird. Ja, ich starte das jetzt mal kurz neu. Und ich würde es wirklich so machen, dass ich da vorne zubaue. Weil gegen drei und zwei davon sind die Ultra-Spam-KIs, sage ich euch, wie es ist, muss ich nicht haben. Muss ich absolut null haben, bin ich ganz ehrlich. Okay. Wir machen mal nahrungstechnisch. Erstmal fangen wir mit Äpfeln an. Ich habe in der letzten Mission ohne Nahrung komplett gespielt. Das würde ich diesmal jetzt nicht so spielen. Ich würde es diesmal schon mit Äpfeln, also mit Nahrung spielen. Boah, da werden aber meine gesamten Steinvorräte weg, ey. Aber gut. Ja, naja, ich sag mal so. In Bewegung, erstmal so einen kleinen Durchgang dazu lassen. Das ist ja erstmal für den Anfang okay. Bier. Ja gut, ich würd nicht mit Bier arbeiten, ich würde mit Religion diesmal wieder arbeiten. Ich muss sagen, Religion war wirklich gut, war wirklich hilfreich. Das hat mir wirklich was gebracht. Ah, ich Idiot, habe jetzt natürlich kein Geld mehr für... Na doch, für den Söldnerposten. Ich will ja Arabisch spielen, also passt das ja. Ganz gut eigentlich. Könnte ich hier... Komm, ich baue mal hier einen Aufgang. Gebt uns nur ein Ziel. Okay. Ich stelle die mal da oben hin. Und Bauern werden benötigt, wir holen noch mehr raus. Und hier will ich eigentlich auch eine Treppe haben. So hier. Rekruten werden benötigt, Sire. Okay. So, da haben wir erstmal so eine kleine Grundsicherung, sage ich jetzt mal. Und jetzt geht es darum, noch mehr Nahrung zu machen. Ich gehe jetzt noch mal auf, warte mal, 50? Das ist wirklich krass. Diese, ach, das ist hier eine Schafzucht. Ah, cool. Die haben dran gedacht, dass das hier keine Schweinezucht ist, sondern eine Schafzucht. Das ist natürlich cool. Die Truppen des Kalifen greifen an. Siehst du, da geht's nämlich schon direkt los, Alter. Da geht's einfach schon direkt los. Bauern werden benötigt, Sire. Unlustig. Ja, der Kalif baut so eine längliche Burg. Naja, mal schauen. Ich will's auf jeden Fall... Hier haben wir natürlich jetzt wirtschaftlich deutlich mehr Chancen, deutlich mehr Möglichkeiten als in der Mission zuvor, wo ich halt kaum Möglichkeiten hatte. Zur Verfügung, um dieses Gebäude zu betreiben. Und das will ich jetzt hier ausnutzen, muss ich ausnutzen, glaube ich. Also, das wird ungeil so. Wir erhöhen mal Nahrung und vor allem Steuern. Ich brauche viel mehr Bogenschützen da oben gleich. Ich brauche vor allem mehr Holz, ey, Bruder. Eine Nachricht der Ratte. Das Spiel ist aus, Kleiner! Ihr spielt jetzt bei den Großen mit! Das ist so süß. Ja, ich investiere jetzt schnell viel Holz in den Ausbau der Infrastruktur hier. Das nicht genügend Arbeiter zur Verfügung, um dieses muss jetzt Gebäude zu betreiben. Schnell gehen. Ich brauche jetzt schnell viel hoch hinaus, sonst hänge ich wieder irgendwie schnell unten drin im Abstiegskampf. Na, ihr wisst, wie es ist. Das muss nicht sein. Deshalb
Die Truppen der Ratte greifen an. Muss ich versuchen, schnell viel zu expanden. Nahrung steht tägliche Produktion 0. Das ist einfach so gelogen. Na, es ist eine Lüge. So. Klar, Katapulte werden nochmal ein Problem. Vielleicht macht es sogar Sinn, so Wachtürme mal hier zu bauen. Diesmal, um die Reichweite einfach mal auszunutzen, richtig. Das könnte ich mir vorstellen, dass das halt wirklich Sinn macht. Vielleicht soll ich das mal... Tötet den Ungläubigen! Tötet ihn! Tötet ihn! Hat er jetzt quasi... Nee, es ist aber nicht der Sprecher, der alte Kalif-Sprecher ist das nicht. Okay, geht nämlich schon los. Also das wird schon funny werden. Ich könnte natürlich mit Tribocken versuchen, ein bisschen hier Stress zu machen. Aber eigentlich will ich das versuchen zu vermeiden, weil das jetzt nicht gerade ehrenvoll ist. Ja, muss nicht sein. So, aber Eisen, was reinkommt, können wir verticken. Und ja, Gott auf jeden Fall. Mehr Holz und mehr Nahrung, Freunde. Was kommt der hier an? Ach, so eine Balliste tatsächlich hier. Crazy. Mhm. Naja, bisher sieht es ja noch ganz gut aus. Noch. Ich speichere mal ganz kurz. Gespeichertes Spiel überschreiben? Oh damn, das will ich. So, ich sag mal so, Steine als zusätzliche Verkaufsquelle reinzuholen, das ist schon, glaube ich, ganz gut. Und damit nochmal zusätzlich Geld zu verdienen, sollte ich das angehen. Ach ja, und Religion wollte ich auch noch machen, genau, das brauchen wir auf jeden Fall Kerzengießereien en masse. Da baue ich jetzt mal richtig viele von. Also so, ja, so 8 Stück sollten für den Anfang erstmal reichen. Nicht genügend Waren. So, damit hätten wir jetzt schon mal 5, 6, 7, 8. Okay, das muss für den Anfang erstmal lang. Da jetzt richtig durchzuziehen. Dann bauen wir auch gleich noch schon mal eine Moschee. Da brauche ich jetzt Steine dafür, die kommen aber gleich hier unten. Und das Gold kommt auch erstmal rein. Und wenn ich dann erstmal guten Religion nochmal reinkriege und einigermaßen nahrungsstabil läuft, dann sollte ich das hinkriegen. Genau. Den Kalif würde ich mir dann zum Schluss aufheben, weil der sieht nicht so aus, als ob ich den mal so easy schnell wegmachen könnte. Das wird nichts, zumal weil die Ratte ja noch permanent nebenher immer mit reinschlägt in die Kerbe, in meinen Angriff da. Das würde nichts bringen. Also heben wir uns Kalif zum Schluss auf und versuchen erstmal die Ratten nebenher wegzumachen. Hübsche Burg eigentlich, gefällt mir ganz gut. Oh, 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 Alter, jetzt sind es schon große Mengen an Truppen, die da jetzt schon ankommen da. Diese Bauerntrupps da, die sind schon unangenehm. Ist halt Masse statt Klasse, aber die Masse nervt halt auch völlig. So, wie sieht's aus? Geld haben wir gleich da. Die Steine. Gut, könnten wir auf jeden Fall ins Meer holen hier. Oh, jetzt die Beliebtheit fällt jetzt ganz schön. Okay, ich kaufe jetzt mal schnell die Steine, damit es ein bisschen schneller geht. So, Moschee, wie sieht's aus? 8 reichen echt noch nicht, um das Pensum jetzt zu füllen. Dann brauche ich ja wohl mehr. So, da habe ich jetzt einiges eigentlich. Das sollte jetzt wirklich genügen für den Anfang. Um da jetzt, sage ich mal, hier... Ja, guck mal, das sieht gut aus. Das sollte für den Anfang erstmal reichen. Da können wir auch wieder Steuern ein bisschen mehr reingehen. Alter, wird wirklich so viel Nahrung gegessen? Dass ich das nicht nachproduziert. Das ist so krass. Beim nächsten Mal reiße ich euch das Herz heraus. Tja, das Herz. Wenn ich eins hätte. Bist du vergeblich suchen. Nicht genügend Arbeiter zur Verfügung, um dieses Gebäude zu betreiben. Das mit der Nahrung ist halt so krass.
Genau. Versteckt euch wie ein armseliges Hündchen in eure Burg. Die Truppen der Ratte greifen an. Okay. Ist wirklich heftig, wie Nahrung halt quasi nichts bringt. Ist unglaublich. So. Oh ja, hier so ein Flamethrower hätte ich eigentlich auch ganz gerne hier wieder. Der hier ein bisschen was wegburnt. Ihr habt nicht genügend Gold, um diese Einheit auszubilden. Burn, Motherfucker, burn. So. Die nächsten Steine genau hier. Oh shit. Das, da bin ich jetzt mal gespannt. Bauern werden benötigt, Sire. Nein, auf jeden Fall. Ihr seid der viertgrößte Lord. Natürlich brenne ich da jetzt auch meine eigenen Einheiten weg, gebe ich zu. Oh Junge, 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 der Spam ist halt insane. Der Spam. Der ist gottlos. So auf gottlos angelehnt, Bruder. Ich komme nicht dazu mehr, was zu bauen. Die Angriffe werden jetzt so hart reinspammen. Ich werde jetzt nicht mehr dazu kommen, hier irgendwas zu machen. Dieses Gebäude funktioniert derzeit, mein Lord. Junge, wie die Nahrung einfach nicht reinkommt. So, weil ich null Nahrung habe, aber ich verstehe. Ist leer, Sire. Wir werden angegriffen. Ey, das ist wirklich krass. Ich weiß nicht. Also Nahrung bringt's halt gar nicht in dem Game. Nahrung ist halt komplett useless. Es ist halt so. Ich habe so viel Nahrungsshit hier eigentlich. Aber es bringt halt einfach nichts. Es bringt wirklich gar nichts. Warum denn rostig, Mann? Gold, um diese Einheit auszubilden. Oh Gott, Alter! Alter, was? Bruder! Okay, ich glaube, ich habe irgendwie den. Ich habe irgendeinen Punkt verpasst. Irgendwas habe ich verpasst. Nicht genügend Waren. Ich habe jetzt hier irgendwie den Punkt verpasst. Ich glaube, ich muss nochmal neu laden. Der Spam ist ja insane. Das kann ich nicht abwehren. Das ist zu viel. Ja, das Ding ist durch. Okay, das werde ich nicht mehr schaffen. Alter! Also wirklich krass. Gut, dass ich hier nochmal gespeichert hatte vor 5 Minuten. Das Problem ist, ich habe nicht das Gefühl, dass Zumauern irgendwas... Oh nein, ey. Okay. Also das Problem ist, ich habe nicht das Gefühl, dass Zumauern irgendwas bringen würde. Bin ich ganz ehrlich mit euch. Nicht genügend, weil die bringen so viele Katapulte mit, das wird einfach nichts bringen. Was ich jetzt hingegen mal mache ist, Bogenschützen, bereit machen. Ich versuche jetzt mal ein paar Bogenschützen hinzustellen. So. Komm mal zurück hier. Landsknechte, vorwärts. Nicht das ist halt Arbeiter zur Verfügung, um dieses crazy. Gebäude zu betreiben. Okay, Eisen verticken, Stein verticken. Was könnte ich anders machen? Also ich wette mit euch schon, dass ich schon hier viel falsch gemacht habe. Was ist halt effizienter? Ich weiß halt nicht, was effizienter ist. Fleisch, Äpfel, ich habe keinen Schimmer. Ich denke mir halt so, okay, Käse kostet halt 60 Holz, so ein Ding, also muss es ja am besten sein, funktionieren irgendwie. So, wenn ich jetzt vielleicht schon hier so... Ich habe ja gelernt, ich kann unendlich viele Einheiten da oben drauf stacken. In der letzten Runde habe ich das gelernt, also sollte ich das jetzt mal dringend machen. Nicht genügend Waren. Nicht genügend Gold. Wenn ich da unendlich viele Einheiten oben drauf platziere, dann habe ich die Hoffnung, dass das vielleicht was bringt. Ich komme da jetzt halt trotzdem schon in großer Zahl rein. Okay, da kommt eine Steinlieferung. Sehr gut. So. Okay. Das heißt, ich habe jetzt natürlich auf die Religion erstmal... Oh nein, was ist das? Was bist du jetzt für einer hier? Schäfer, du kommst irgendwie nicht an deinen scharfigen Arbeitsplatz. Aber welcher bist denn du jetzt? Keine Ahnung, Mann. Das ist jetzt echt kacke, ey. Ich weiß nicht, welcher du bist, Mann. Oh.
das ist jetzt... Ah, das ist scheiße sowas, ey. Wisst ihr was? Ich scheiße jetzt hier auf die Nahrung. Ich gehe jetzt auf Getreide. Also. Wir brauchen jetzt hier... Eure Lordschaft. Die Truppen der Ratte greifen an. Nicht genügend. Ich weiß halt nicht, ob ich mit europäischen Einheiten da mehr reißen würde. Eine so mit Kreuzrittern oder so. Ja, beim nächsten Mal reiß ich euch das Herz heraus. Als ob ihr da nicht hochkommen würdet, labert doch keinen. Und wir sehen, dass das geht. Ihr kommt da alle hoch, ihr Hunde. Eine Nachricht der Ratte. Genau! Versteckt euch wie ein armseliges Pünktchen in eure Burg. Ich weiß, dass sie da alle hochkommen. Die sollen sich nicht so anstellen. Wir bewegen uns. Bogenschützen in Bewegung. Auf die Plätze, Männer. Ziehen los. Augen auf, Männer. Wir haben halt jetzt eine hoffentlich deutlich erhöhtere Reichweite. Und die sollten da jetzt eigentlich auch viel mehr reißen. Okay, ich brauche jetzt auf jeden Fall mehr Ochsenjoche hier. Das muss ein bisschen schneller reinkommen. Ich meine, Eisen sieht schon mal gut aus. Das kann ich schon ganz gut zu Geld machen. So, und dann fange ich hier mit... Oh Gott, ich brauche richtig viel Holz für die Mühlen. Ja, ich weiß, ich weiß. Arbeiter zur Verfügung, um dieses Gebäude zu betreiben. Ich geh jetzt mal runter von den Steuern. Mist. Nicht genügend Gold. Fuck! Und ausgerechnet die Arbeiter, die ich jetzt dringend brauche, die sind nie da. Oh, so ein Scheiß, ey. Fuck. So, oh Mann, ey. Ah, vielleicht muss ich das... also wie mache ich das, wenn ich das jetzt neu starten würde? Guck mal, die können da schon hier rüber schießen und da schon ziemlich viel Ärger abwehren. Können die hier, können sie es genauso. Da sind, kommen jetzt schon mal deutlich weniger Einheiten hier an. Das ist schon mal sehr gut. Mann, Alter, ich flipp hier aus, Mann. Dieses... Oh. Nicht genügend Waren. Die Truppen des Kalifen greifen an. Das Game's Cursed. Nicht genügend Gold. Der Kornspeicher ist leer, Sire. Ja, ich muss neu starten. Ich glaube, ich muss das neu starten und vor allem muss ich es als Kreuzritter spielen. Ich glaube, oder mit Kreuzritter-Einheiten spielen, weil ich glaube, dass die Einheiten halt trotzdem immer noch besser sind als die europäischen. Und wenn ich dann hier irgendwie jetzt 20 Schwertkämpfer stehen habe, bringen die mir, glaube ich, mehr. Erstmal, auch wirtschaftlich betrachtet, sollte das besser sein und ja, ich glaube, ich muss das so machen. Ich versuche das jetzt hier noch. Ja, ich gebe dem Try jetzt hier noch auf jeden Fall ein gutes Stück. Auf jeden Fall noch eine zweite Mühle. Die so verflucht teuer ist. Also holztechnisch gesehen. Da kommt jetzt einiges an Holz rein. Also 4 Getreidefelder auf 2 Mühlen, habe ich gelernt. Oder nee, 2 Getreidefelder auf eine Mühle sind 4 Bäckereien. Das habe ich gelernt. Das habe ich gelernt. Das heißt, ich könnte jetzt locker 4 Mühlen bauen und die dürften dann jetzt mit den Bedingungen hier klarkommen. Nicht genügend Waren. Nicht genügend Gold. So, und natürlich muss ich jetzt aber auch die Bäcker bauen. Wieso stehen da Gebäude in Flammen? Ach, nee. Ey, das ist so krass. Das ist so... Ich brauche Armbrustschützen. Ich brauche Armbrustschützen. Ich brauche hier mit Bogenschützen brauche ich hier gar nicht erst versuchen. Ich muss direkt am Anfang Armbrustschützen spammen. Das ist das, was ich brauche. Ich brauche Armbrustschützen. Heftig. Ich habe echt gedacht, dass die Türme hier was bringen, aber Pustekuchen. Okay, krass. Gebe ich auf. Das ist, also das ist wirklich ab einem bestimmten Punkt ist das geisteskrank. Wir machen da jetzt also Folgendes. Einfach auch für die passende Stimmung mache ich jetzt mal hier, gehe ich wieder zurück, den Kreuzritter. Und wir probieren das jetzt nochmal von vorne. Genau. Natürlich könnte ich auch noch vom Schwierigkeitsgrad irgendwann runtergehen. Ja, ich weiß, will ich aber versuchen zu vermeiden. Also ich will schon versuchen,
alles auf normal zu spielen. Das Vorratslager würde ich trotzdem dann nochmal hin platzieren. Im Kornspeicher würde ich es jetzt aber anders machen, nämlich tatsächlich hier platzieren, um quasi die Laufwege jetzt nochmal ein bisschen besser herzunehmen. Auf jeden Fall Holz. Und zwar ohne Ende. Wir brauchen Holz, Sir. Scheiße. Okay. Bier, wie gesagt, machen wir nicht. Religion würde ich halt gerne machen. Und was wir jetzt auch machen vor allem ist eine Waffenproduktion. Aber auf gottlos angelehnt. Armbrustwerkstatt. Nicht genügend Arbeiter zur Verfügung, um dieses Gebäude zu betreiben. Rüstungsschmiede brauche ich dafür dringendst. Dann brauchen wir eine Mühle. Oh Gott. Eine Mühle brauchen wir. Und 4 Bäckereien würde ich jetzt mal anfangen mit. Wie schnell das auch wegverbaut ist, ne? Das ist krass. Wie viel teuer auch alles ist. So, dann brauche ich Unterkünfte, genau. Und ich mache mal nur eine Ringmauer. Ich mache tatsächlich mal keine große Mauer, ich mache nur die Ringmauer. Dann spare ich auch noch ein bisschen Steine. So, ich mache das mal so hier. Und dann, ja, mal gucken. Eisen. Nee, Eisen ist wichtiger tatsächlich als Stein jetzt. Nicht genügend Arbeiter zur Verfügung, um dieses Gebäude zu betreiben. So. Alles investieren. Nicht genügend Gold. Okay. Mehl können wir jetzt schon mal das erste einkaufen. Oh nein, was? 10 Mehl ist so teuer. Das ist ja richtig teuer. Okay, das ist jetzt natürlich der Nachteil mit den Türmen. Die Türme sind halt deutlich schlechter. Also teurer und weniger hoch als bei den anderen Einheiten. So. My Lord. Eure treuen Bogenschützen. Befehle. Eure Befehle, Sir. Speere, vorwärts. Tja. Ach, ich habe auch Startspeere, wie ich gerade sehe. Okay. So, na dann probiere ich es jetzt mal mit Steuern. Oh mein Gott, bis sie das erste Mehl da mal reingebracht haben. Das dauert ja auch ewig. Da habe ich das schon direkt daneben jetzt platziert. Ist ja krass. Eine Nachricht der Ratte. Alter, was geht schon? Bereitet euch auf die Prüfe eures Lebens vor. Krass. Ich will das wirklich versuchen, so zu bauen. Ich weiß nicht. Was ist denn, wenn ich das so mache hier? Wie so eine Art Labyrinth, dass die da erstmal durchlaufen müssen. Scheiße. Ah ja, ich weiß ja nicht. Also, ist jetzt nicht so meine bevorzugte Spielweise, aber die Gruppen der Ratte greifen an. Ich glaube, ich mache das jetzt einfach so. Okay, ich muss jetzt mal langsam hier. Okay, dann brauche ich noch mehr Waffen. Also natürlich mehr Armbrüste. Ist klar. Steine verkaufe ich jetzt mal kurz. Nicht genügend Gold. Um quasi gleich nochmal eine neue Rüstungsschmiede und eine neue Armbrustwerkstatt zu bauen. Ja, und Armbrustschützen jetzt halt. Armbrustschützen, Armbrustschützen, Armbrustschützen. Tötet den Ungläubigen! Tötet ihn! Tötet ihn! Okay. Das, ja. Wird krass. Wie sieht's goldtechnisch aus? Gerade nicht so optimal. Ich verstehe nicht, warum tägliche Produktion 0 dasteht. Das macht irgendwie keinen Sinn. Ich vertraue dieser Anzeige halt gar nicht. Das ist irgendwie. Nicht genügend Arbeiter zur Verfügung, um dieses Gebäude zu betreiben. Ja, vertraue ich nicht. Ich brauche auf jeden Fall noch. Also 4 Mühlen. Ich werde bei 4 Mühlen bleiben. Wobei, aktuell bräuchte ich nicht 4 Mühlen. Aktuell reichen 2 zu, weil ich nur 4 Felder habe. 2 Felder, eine Mühle, 4 Bäckereien. Das heißt, 8 Bäckereien habe ich jetzt noch nicht. Doch, habe ich. Ich habe 8 Bäckereien. Jetzt müsste es sich ausgehen erstmal. Ich beobachte das erstmal, wie das jetzt läuft.
Ah, die Rekruten kosten echt nur... Okay. Krass, die Rekruten sind echt nicht so teuer. Neue Befehle? Ja, Sir. In Reih und Glied steht. Rekruten am Anfang, Spam ist vielleicht gar nicht so blöd. Und dann jetzt auf Armbrüste gehen. Okay. So, jetzt muss ich erstmal gucken, dass ich irgendwie auf 200 Gold komme. Okay, aktuell, genau. Ach so, und Kirchen wollte ich auch noch bauen. So, dann können wir schon mal mit Stein nochmal anfangen. Das will ich auch handeln. Und wir brauchen mehr Eisenerz. Die Truppen des Kalifen greifen an. Junge, Junge. Ich glaube, wenn das Ding hier mit 20, 30 Armbrustschützen voll steht, ich glaube, dann kriege ich es gehandelt, glaube ich. Noch ein Marsch. Na los doch! Zieht euch mal Befehle. Zurück. Ich mag das gar nicht, wie er da so offen steht. Auf die Welle. Okay, so. 8 Bäckereien haben wir jetzt schon. Jetzt gucke ich mal. Ich erhöhe jetzt einfach mal die Nahrung und erhöhe jetzt mal Steuern. Ich mache das jetzt einfach mal. So frech bin ich jetzt. Wir haben eine Rüstung mehr, also baue ich jetzt auf jeden Fall nochmal einen weiteren Armbrustbauern. So sollte das trotzdem noch zugänglich sein. So, und dann brauche ich auf jeden Fall... Ja, also ich muss jetzt einfach nur richtig viele Armbrustschützen spammen, um erstmal diesen... Alter, diesen Ansturm abwehren zu können. Junge! Das ist heftig. Das ist so heftig, wie die sich da jetzt durchknüppeln. Scheiße. Die kommen bis hier hoch. Das ist so krass. Bereit und warten. Das waren schon richtig viele. Landsknechte, auf die Welle. Oh Gott. Das macht mir echt Angst. Muss ich sagen. Eine ja, und Schwertkämpfer brauche ich halt. Mir wurde gesagt, dass es ein sicherer Sieg sei. Wie kann das sein? Ja, in der letzten Runde hätte ich das sogar noch gesagt, dass es stimmt, aber aktuell ist gerade nicht so. So, dann könnte ich jetzt auch nochmal eine weitere Mühle vielleicht gebrauchen. Wobei, jetzt sieht es ganz gut aus hier. Tägliche Produktion, täglich gegessen. Mehr Steuern, rein damit. So, da kommen die Steine. Ich speichere hier mal ganz kurz. Gespeichertes Spiel überschreiten. Ich bin mit dem Aufbau eigentlich so wie es jetzt ist gerade ganz zufrieden. Mein Lord. Na los doch! Sir! Brauche jetzt halt nur mehr Schützen. Prüf die Waffen! Vorrangig Armbrustschützen. Ein paar Bogenschützen können aber auch nicht schaden, also. Beim nächsten Mal reiß ich euch das Herz heraus! So, Schwertschmiede. Dann noch eine Rüstungsschmiede. Weil ich glaube, Schwertkämpfer sind jetzt auch unablässig. Die brauche ich da vorne jetzt unbedingt, um die Massen da abzuhalten. Das wird sonst einfach richtig unangenehm. Ich meine, ich kann Trash mit Trash verteidigen, das geht schon irgendwie. Diesmal muss ich der Ratte echt recht geben. Das, was die Ratte gebaut hat, ist diesmal wirklich eher eine Burg als das, was ich hier gerade habe. Das ist gerade wirklich einfach nur Zweckmittelverteidigung, was ich hier habe. Muss ich echt zugeben. Wie sieht es nahrungstechnisch aus? Okay, ich habe richtig viel Brot. Okay, ich würde das jetzt mal tatsächlich so, wie es jetzt in dem Flow ist, würde ich es mal lassen. Ich würde jetzt mal sogar noch eine... Ich baue mal eine Bäckerei noch mehr. Okay, und ich würde sagen... Das belassen wir erstmal dabei. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Mal gucken, wie es weitergeht. Macht's gut, bleibt gesund und ciao.